Ja, hallo. Entschuldigung, ich bin gerade etwas irritiert, weil ich eigentlich gerade Lexi schon vor mir stehen hatte und sie sich wunderbar versteckt hier. Ja, und damit sind wir auch wieder bei Phasmophobia und fangen mit einem kleinen Tengelbutt an. So. Wieder Let's reinzukommen. go. Oh, gut, dass ich hier noch kein Foto machen konnte, sonst hätten wir schon das erste gehabt. Ja. Oh. Aha. Ich hätte ein Problem, wenn ich so einen Schädel neben dem Bett liegen hätte. Oh, da ging ja eine Tür. Offensichtlich. Babyzimmer. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Das ist ja irgendwas gefallen, ja. Oh, und hier ist ein Dreier im Flur. Okay. Ja, ich bin mal gut. Hast du schon Strom an? Ja. Das geht schnell. Boah, wieder typisches Haus, ey. Immer wird schon warm werden, ne? Ups. Da läuft er hier. Weiß es nicht. I don't know. Gegenstand haben wir noch keinen, ne? Da gefallen? Ne, Gegenstand habe ich noch keinen. Hier ist nichts gefallen. Ich glaube, es ist. Mein Gott, was? Oh! Und den Ball. Er spielt Fußball. Jetzt war er also wieder hier drin. Babyzimmer. Ja, ich würde das alles dokumentieren. Ja, mach das. Leg da meine Akte an. Habe gar nicht auf meine Sanity geguckt, verdammt. Ja, ich glaube, wir sind aber erst so kurz drin. Nee, ist doch gar kein Problem. Oh, ich bin schon wieder Ball. Überhaupt kein Problem. Ich nehme noch ein Buch und nochmal Salz mit. Aber ich glaube, es scheint sich doch mehr auf das Babyzimmer. Wo ich dann nur ein Zweier Oh, hatte. da ist er, ja, und da ist er aber direkt reingetreten, als ich Salz hingemacht habe. Quasi ohne Zögern. Der Mark Jones. Der mag. Jetzt mein Papier, jetzt den Futter aber rausgelassen. Nur den, der hier liegt. Mark Jones. Und wir haben Gefriertemperaturen, merke ich gerade. Was machst du in diesem Babyzimmer, Mark Jones? Lass das Baby in Ruhe. Sind wir noch nicht so weit. Na ja, gut, dann machen wir das mal so. Ja, es saugt nicht so viel, ne? Ja, aber wir sind auch immer nur so kurz drin, deshalb. Ich glaube, daran liegt es eher. Sind ja mehr draußen als drin, irgendwie bei der ganzen Laukerei. Das ist ein Ort. Bist du hier? Oh, er hat gerade schon Dings ausgelassen. Wo bist du? Was willst du? Oh, er hat Tür bewegt. Und er hat einen Fingerabdruck. Ja, ich weiß, das wissen wir ja schon. Ach, das wusste ich noch nicht. Das war die erste Tür, die ich fotografiert hatte. Okay. Und gefressen bereit. Ja, die wusste ich. Eine Handtuch? Und dann ist die Frage, ob er eine Box hat. Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du nett? Sollen wir gehen? Jetzt gemacht, ach so. Ach egal. Antwortet gerade eh nicht.
Ja. Ich versuche es auch nochmal und dann ansonsten ist es eine Handtuch. Hatten wir denn noch? Frier und Fingerabdrücke. Dots oder Orb? Also, Orb hast du gesehen, ne? Okay. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Wir sagen, er taugt nicht. Das ist ein klassischer Handtuch. Dann ist es ein Handtuch. Boah, wir haben überhaupt keine Pille genommen, das ist ja lustig. Fahren wir ab. Moment, ich muss es noch eintragen. Mal Jo, können Fotos wir. noch. Na gut, Fotos haben wir jetzt nicht die Welt, aber egal. Uns doch egal. Mir doch egal. Hundertachtzig Handtuchs. Ja, Das geht das ja. war doch mal ein schönes Schönes zu warm Handtuch. werden, wa? Genau. Gibt es auch ein schönes Handtuch? Das ist mich gerade Handtuch genannt. Ja, ich hätte auch Andere Bezeichnung, ich wollte Waschlappen gerade sagen, andere Bezeichnung für Lappen, Mann. sagen können. Ja. Ja. Nein. Mann, Mann, Mann. Alles wird mir bösartig ausgerichtet. Du warst aber schnell weg. Stand schon in den Startlöchern. Ob es bei denen im Sommer ausschneit, wenn man spielt? Ich glaube ja. Kriegen wir nachher keine Gefriertemperaturen mehr, weil es zu warm ist. Gib uns ein Zeichen. Ein Knochen war das. Boah, 5 Wochen. Bei dir? Ja, und Gefrier. Okay. Schmeiß doch in die Gegend. Wo? Ganz am Ende des Urs Bad. Ne? Ne? Am Ende des langen Ja, welches Flurs. Flur ist? Ach, der Langes da. Flurs. Langes Flur, ja. Was soll ich denn sagen? Das ist jetzt nicht wieder. Hat also keinen Orb zu bieten. Okay, na ja, gut, kann man sich trotzdem aufstellen. Ja, das ist schon richtig. Jetzt hast du 10 Pfennig gefunden. 10 Pfennig vor allem. Was für da? Scheiße. Ich wollte gerade sagen. Jetzt kommt oh die Hexe. Oh Gott, ja, die geht genau in deine Richtung. Verdammt.
Hat sie dich? Ja, sie hat mich. Das kann ja nur ein Dämon sein. Nee, muss nicht. Kann ja nicht. Kann keiner sein, ja, stimmt. Nee. Jin. Ja, ich war eigentlich gut versteckt. Naja, gut. Ja, dann nicht. Jetzt tütet es wieder. War ein Versuch. Ja. Ich dachte so, Tür geht durch, was macht oder? Hab ich so die Tür zu. Ja. Ja. Manchmal bin ich nicht ganz so schnell vom Griff. Was haben wir im F5? Wir haben Gefriertemperatur. Genau, mehr noch nicht. Müsste ja deine Kamera noch da unten rumhängen. Oh. Moment, da ist gerade eine Tür bewegt worden. Oh! Oh! Scheiße. Das ist doch nicht! Die war ja hochaggressiv, ey. Ja, sehr aggro. Okay, ich hätte auch nach deinem Tod vielleicht eine Pille nehmen sollen, aber... Ja. Hättest aber, du ja. Ja, aber die war echt schon... Ja. Die wollte uns mit aller Gewalt. Ja, gut. Ja, na, war gut. Das war ordentlich. Die hat keine Gefangenen gemacht. Nee. Da stand ja noch nicht viel im Haus. Nee, eigentlich nicht. Oder ist es. Oh, die Videokameras. Ich habe nur noch 5 Videokameras. Mir sind 10 Videokameras weg. Ja, das geht schnell. Habe ich wahrscheinlich letztes Mal nicht richtig aufgefüllt. Ich habe jetzt eben vor dem Spiel das aufgefüllt. Ich fülle jetzt nicht wieder auf. Ja, ich fülle jetzt wieder auf, gerade schnell. Ja, da war also, das halt ist wirklich immer. Das. Ja, ich weiß, aber das ist. Mir fehlt schon eine ganze Menge. Habe ich, glaube ich, mehr als einmal nicht richtig aufgefüllt. So, am besten immer am Ende einer Folge machen. Oder, ja genau, nachher. Ja, ich habe sogar letztes Mal vergessen. Mhm. Ja, gut. Mit 5 Stativen bist du halt und 3 starken Taschenlampen bist du halt ja, aber ich knapp ja auch an der, noch, an der Grenze. Auch noch Stative, so ist es ja nicht. Minder. Ja, aber wenn du einmal vergisst hinzuzufügen, dann... Ist klar. Bist du bereit? Ich bin schon. Ja, das bereit ist wieder weggegangen. Ich war eigentlich schon bereit. Ja. Geht's mir auch immer. Nee, nee, das ist ganz was anderes. Nee, nee. Überhaupt nicht vergleichbar, die Situation. So. So. Alright, we're here. Take a look at the equipment. So auf der Schlüssel ist, habe ich selber. Weiß nicht, ob du ihn hattest. Doch. Ich habe in selben Moment gedockt. Ich würde sagen, wir können ja gucken, echt. Wer die Tür aufkriegt, aber. Ja. Ja, die war gut. Die war echt snacky. Aber nur gut, kann ja auch genauso gut sein, dass es durch die Tarotkarten ein bisschen. Hast du Tarotkarten benutzt? Ja. Wäre nett, wenn du mir sowas demnächst auch mal erzählst. Ja, dir kann ja nichts passieren. Ja, sicher kann mir was passieren. Du kannst sie doch aggro machen mit den Tarotkarten. Oh. Oh, piep. Hi. Ich hatte die Tarotkarten, ja. Warst ja draußen in dem Moment, wo ich die Tarotkarten benutzt hatte. Aha. Also bei dir oben, ja? Ja, ja. Wo denn? Waschraum. Welcher?
Ach so, der war schon. Oh, da gibt es nur einen. Ja, aber du Und hast das war ja recht. schon lange nicht mehr. Boah, hier riecht's angesenkt. Aber es riecht nach Sommer, also ja, nach Grillen riecht's. Wie ist der Brötchen am Piepen? Oder der? Ich hab gar nichts gehört. Mit Pieps. Weiß nicht. Oh, und Klopapier ist runtergefallen irgendwie. Ich behaupte mal nicht gefallen, sondern gefallen worden. Hier ist noch Emotion. Ah, da ist das gefallen. Interaction. Ah, hatte ich Mund? Oder war das deine Taschenlampe? Oh, ich hatte bisher, glaube ich, noch keinen Mund. Doch, ich hatte. Echt? Ja, doch, Mund. Jo. Ja, so langsam. Gefrier. Das war's aber auch. So, ich hatte hier noch gar nicht alles geguckt. Haben wir schon irgendwas? Gegenstand oder Knochen? Ein Knochen. Gegenstand noch nicht. Nein. Ist jetzt ein Totobart dabei? Nee. Na, eben gucken, vielleicht ist ja auch im Dachboden wieder ein Rucksack. Nö, da ist nix. Das wäre eine Frau. Oder? Sitzt da hinten vielleicht eine Voodoo-Puppe? Auch nicht. Wäng schon Strom an? Ich weiß nicht, ich habe glaube ich keinen angemacht. Nö, nee, habe ich eigentlich nicht. Bin ich nicht richtig durchgelaufen, ich depp. Naja, deshalb, ich bin ja hier auch nicht richtig, deshalb mache ich das hier gerade noch. Ja, hier ist Strom. Und da liegt auch ein Unterbrett. Also ich wollte gerade sagen, hier ist nämlich auch kein Gegenstand. Ich muss es dann nur noch fotografieren, ich habe mich jetzt gerade nichts dabei. Ja, wo denn? Hinten in der Werkstatt. Ist ja schon ziemlich ausgelutscht, ne? Ja, das ist zu befürchten. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Ja, Papa, was ist jetzt doof? Bist du ein Kind? Nachher noch mal fahren. Mal meine Mausempfindlichkeit ein bisschen erhöhen. Irgendwie muss ich ständig die Maus immer wieder neu aufsetzen. Okay. Okay. Was habe ich denn? So, okay. 70. Salz hatten wir schon, Buch hatten wir eins. Ach, Box ich da oben. Ja, und die hattest du auch. Ja, aber du warst ja, glaube ich, im Haus drin. Ach so. Gut, brauchen wir denn hier noch eine Kerze, Bewegungssensor? Ich nehme mal zwei Bewegungssensoren. Ich rede mal ganz kurz mit ihr. Okay. Ja, relativ schnell oben. So, schmeiß mich hier mal noch ein Kruzifix hin. Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt?
Mit mir will sie noch nicht reden. Okay. Wow. Gerade eine Dose geschmissen. Die hat aber ganz schön gescheppert, wenn man die gegen das Metallregal haut. Ja. Klung. Da muss ich schnell ein Foto machen. Das Ding hier. Die macht gerade einen Zehner. Ja, die hat auch gerade ans Fenster geguckt irgendwie. Okay. Aber nicht an dieses. Oh! Oh, verdammt. Ja. Oh. Kam nur vorbei, um Hey zu sagen. Ja, aber... Jetzt hat sie schon wieder ans Fenster geklopft. Das ist mit der Sichel, ey. So gerade voll in der Kamera gehabt, den Scheiß. Wo klopft die denn gerade immer ans Fenster? Die kam jetzt auch gar nicht von hier. Ich weiß jetzt nicht, an welches Fenster die geklopft hat. Ja, aber die hat doch die Tür zugemacht und ist dann erst erschienen. Ja, die kam aber da durch. Die war nicht, die ist nicht im Raum gespawnt. Okay. Hm. Das ist interessant. Ich kriege leider auch jetzt kein Signal. Die hat auf jeden Fall irgendwo ans Fenster geklopft und ich weiß nicht wo. Schon durch den Bewegungssensor gelaufen oder nur ich? Nö, nur du. Siehst du, eigentlich kommt die ja hier auch kaum rum. Jetzt klappt das schon wieder. Die macht mich fertig. Wo ich denn jetzt hin? Wo klopfst du immer? Hier, da, hast du ein Futterberat? Ach, siehst du, da hatte man ja. Das heißt, wir bräuchten. Hier mal eine Kamera. Mal vielleicht hier am Flur. Oh, da geht eine Tür. Jetzt, ja, hole ich mir mal den Dots hier. Ja, ja, genau. Dots brauchst du gar nicht mehr. Hat sie nicht. Hat sie nicht? Ich muss mir erstmal eine Pille einwerfen. Ist hier eine Kerze? Nee. Natürlich nicht. Boah, Rums. Irgendwo muss doch hier eine Kerze sein. Oh, ich bin auf 27 runter gewesen, jetzt bin ich auf 60. Ja, ich habe auch meinen letzten genommen, ich bin auch durch. Die ist immer noch nicht durch den Bewegungssensor gegangen. Die hat sie doch nicht mehr. Ne? Dann müssen wir da wohl noch mal. Ah, jetzt? Oder was? Nee, los? Ja. Okay. Dann nehmen wir mal noch zwei Bewegungssensoren mit. Müsste sie auf dem Gang noch irgendwie rumlaufen. Spreche ich sie kurz über die Sprachbox an, das könnte zwar für mich tödlich enden. Aber was will man machen, ne? Mhm. Für den Erfolg des Teams. Ne, du hast Gefrier hier draußen, aber ich sehe leider kein Orb. Ich hatte ja auch einfach keinen. Natürlich sein, ne? Also wir haben Fingerabdrücke, wir haben Gefriertemperaturen. Was haben wir noch? War's. Oh scheiße, da ist ja immer noch ein Dämon mit drin. Ja. Das fällt raus. Wie gesagt, kein Orb, da ist auch noch ein Dämon mit Bist drin. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Oh, Kerze ist aus. Bist du alt? Bist du nett?
gequatscht. Schreib ins Buch. Ich gehe mal besser raus, weil ich glaube, es wird langsam eng für mich. Okay, Bewegungssensor ist hier jetzt durchgegangen. Düt, 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 düt. Gut. Voll wildes Tüten. Welches Stellung war das jetzt? Das da, da fällt was. Komm hin. Dreier. Dreier. Das kriegt die Tür auf. Mann, ey. Schreib ins Buch. Ja, schwierig. Ja. Also Box würde ich einfach mal ausschließen. Ja, ist die Frage, ob er es... Scheiße. Oje. Ah. Wieder tot? Hört mich ja. Oh Mann. Das ist nicht, ey. Boah, was ist denn heute los? Sie sind richtig hart drauf heute. Haben wir irgendwie ein neues Update gehabt? Ein Aggressionsupdate oder so? Wie hatte ich denn? Wie viel Sendung hatte ich denn? Kann ich ja nicht mehr sehen. Ja, kurz danach hat es noch gesehen. Ich weiß nicht mehr, eben du hat es... wieder ein Telefon. Scheiße, ey. Also rein kann ich da ja jetzt nun mal nicht mehr. Nee, das Einzige, was ich jetzt... da sind jetzt Bierflaschen gefallen. Ist jetzt komplett im Flur unterwegs. Ja, ja. So, ich sag mal, ob auch nicht. Dämon nee. Oder Jin. Also der Dämon liegt schon sehr nah gerade. Ja, Frage ist halt EMF oder Buch. Aber ja. Ich würde eher sagen Buch statt EMF, weil ich halt eben einen Dreier da hinten. Ja, mehr als Dreier habe ich auch nicht gesehen vorher. Also würde ich eher sagen. Dann habe ich reines Glück Abfall. Gehabt, dass ich noch lebe. Aber passiert ja schon mal. Man stirbt ja nicht immer automatisch, nur weil es ein Dämon ist. Also ich sag mal Dämon. Ja, ich sag das auch. Dann fahr ich ab. Ja. Dann fuhr er ab. Darum nicht. Ja. Ja, heute ist richtig die Hölle los hier. Ja. Ein Chin? Ja. Uiuiuiui. Achso, Nicht in Form heute, so gar nicht in Form. Ja, oder anders gesprochen, die Geister sind heute sehr in Form. Ja. So, wir machen mal noch ein Edgefield, dann können wir nächstes Mal noch zwei Häuser plus, mal gucken, irgendein größeres Objekt machen. Oder warte, nehmen wir mal den Campingplatz. Echt jetzt? Hier wohnen wir nicht. Was spricht denn gegen den Campingplatz? Mag ich schon. Alles gut. I like the Campingplatz. Ja, ich auch. Bin auch gleich bereit. Weißt du da jetzt? Ja, gut, vielleicht hätte ich die Folge doch beenden sollen. Ich bin nur da.
Beeil mich ja schon. Auch wenn es nicht so aussieht. Allerdings. Puh. Wo wollte ich denn jetzt hinlaufen? Keinen Plan. Ich hab die Kurve nicht gekriegt hier. Gib uns ein Zeichen. Oh, ich habe eine Abkürzung gefunden. Echt? Das ist ja krass. Krass. Gib uns ein Zeichen. Ja, dass ich nicht mehr komplett rumlaufen muss, die Abkürzung. Weil da hinten an dem schwarzen Zelt war. Da, wo es jetzt piept. Ich sag mal, ach so, ich habe das eben gar nicht übernommen. Ich bin aber auch. Gut. Ja, witzig. Wo ist denn eigentlich der Strom? Er ist schon an. Oh ne, jetzt ist meine Maus zu empfindlich. Ich krieg's noch hin. Keine Panik. Kriegen sonst laufen 1,6 vielleicht. Oh. Eine Penta. Eine Penta. Gramm. Ein die Gramm Penta. Die Abkürzung ist gut. Okay. Wo bist du? Im Haus. Okay. Da nicht. Da ist keine Abkürzung. Nee. Und ein Zeichen. Oh, ich habe, glaube ich, Gefriertemperatur hier. Wo? Ja, ich habe doch schon hier im schwarzen Zelt. So. Du warst schon voll dabei. Hast du das erwähnt? Ja. Da warst du auch mit deiner Maus offensichtlich beschäftigt. Ja, okay. Das, dann bin ich natürlich gedanklich ab. Deswegen habe ich gefragt, wo du bist. Da ist gerade was gefallen irgendwie. Wir haben Gefriertemperatur auf jeden Fall. Also ganz praktisch zwischen diesen Zelten da durchlaufen, weißt du, da neben dem Lagerfeuer ist da auch so eine Zeltgruppe. Ja. Da läufst du einfach an dem Hasen vorbei und dann bist du direkt am LKW. Also da musst du nicht mehr den kompletten Weg da nehmen. Ja, Gefriertemperatur haben wir definitiv. Moment mal. Der Gott. Der. Der hat gerade das Zelt hier. Mal gucken. Da ist nichts. Wieso ist da nichts? Er hat das Zelt ganz klar angepackt. Genau gehört. Und dann hat er geklimpert. Beides Zelt nicht. Super. Das ist super. Familienfotos gemacht. Ich glaube fast, die Bursche kamen gerade von woanders, aber man weiß es nicht.
erstmal unabhängig. Hast du Licht angemacht? Ja. Ach, da durch, okay. No, das ist doch easy peasy. War das Tor? Ja. Ich bin gegen das Tor gerannt. Ein Buch hast du schon hingeschmissen, wa? Hm. Wieso habe ich jetzt den EMF dabei? Dann gehe ich mal mit Box und Salz. Box und Salz. Habe ich das irgendwo wieder verpennt. Abkürzung. Egal. Moment mal. Du musst einfach nach links laufen, da dann richtig. Hm, ja. Das sagst du so. Hm. Wo ist jetzt die Gefriertemperatur hier? Hier, zum Beispiel. Oh, den Kaffee hat er auch umgeschmissen. Ja, ja, schon länger. Da habe ich schon ein Foto von. Oh. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Kam von da hinten angerannt. Der war in meiner Nähe, ne? Ich glaub ja. Ja. Ich hab den voll ekelhaft röcheln gehört. Ja, ja. Jetzt piept's immer wieder bei dir. Wow, war das ekelhaft. Oh, jetzt ist er in den Schritt gelaufen. Wow, war das ekelhaft. Ich dachte, er hat mich jetzt. EMF war aber nicht ausreichend. Oh, nur 85, hier ist 66. Mhm. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Antwortet mir nicht. Das ist schlecht. Ja, allerdings. Sie hat so gar nichts. Ist nicht viel. Aber ich sag's mal so. Dämon hätte auch keinen Dotz und keinen Orb, also. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Nur Gefriertemperaturen, ne? Brauchen wir ein bisschen Licht hier. Das ist alles, was wir haben. Ich nehme mal noch ein Buch mit. Um das Feuer rum, um dann hier hängen zu bleiben.
Also was? Manchmal. Ne, also. Wer hängt wo? Das ist ja eine Ocean. Tonk. Oh, wir haben einen Fingerabdruck. Oh, wo denn? Im Zelt, im schwarzen Zelt. Und ich habe keinen Fotoapparat mehr. Hm. Oder liegt hier noch einer? Meiner müsste ja hängen, aber ich weiß ja nicht, ob der nee, auf dem Tisch, aber da ist ja schon, da ist ja nichts mehr dran. Sind wir wieder bei Jin und Daemon? Und Mimik. Nee. Bei mir ist noch. Was haben wir denn noch? Ich habe nur Friertemperaturen und Fingerabdrücke. Ja, aber ich sehe auch keinen Orb. Okay, das war wieder so persönliche Meinung. Ja, ja. Kein Beweis. Na. Verdammt. Ich mache noch eine Geschichte hier. Nee, du rennst mir jetzt nochmal röcheln nach, ne? Dann gibt's aber so was von auf die Ohren. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Jetzt aber schnell wieder weg, was sie gemacht. Kamera. Kamera. So, das müssten noch meine Pilzkies sein. Immer den an. Kruzifix, Foto vom Geist. Nehmen wir noch den Fotoapparat mit. Gut, na, dort hätte ich mir sparen können, haben wir ja nicht. Ja, aber. Was habe ich jetzt sonst? Ich sehe keinen Orb. Achso, pass auf, ich nehme mal eine Kamera zum Außerhandfilmen mit. Oh, ich habe gar nichts mehr. Ich habe gar keine Tabletten mehr. Nee. Scheiße. Ah, okay. Na gut. Das wird jetzt wieder nicht gut ausgehen. Oh ja, du sagst es. Boah. Das habe ich gehört, ja. Wie viel EMF haben wir denn da? Jero. Dann wird es ein Fünfer werden. Weißt du. Ah, hey. Aua! Das Licht aus. Alles kaputt hier. Ich muss das Buch eigentlich. So. Ja, dann ist es aber eher ein. Dann ist es ein Fünfer. Ist wahrscheinlich.
Das wäre dann ein Djinn, ja. Bin ich für. Bin für den Djinn. Ansonsten haben wir ja nicht viel hier. Bin für Djinn. Ja, dann gönn dir doch einen. Gönne, Dann Djinn. verfahren wir. Wo? Spannung. Welcome back. I prepared some jobs for you. Okay, und damit sind wir mit dieser Folge durch. Und hoffen, es hat euch gefallen. Dann freuen wir uns über ein Däumchen. Und dass ihr dann nächstes Mal auch wieder zuschaut. Bis dahin. Mal gucken. Okay. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.